Der erste Schritt hinsichtlich vielleicht einer digitalen Verwaltung werden sogenannte Portale sein. Diese Portale sind bisher sehr einfach umgesetzt in Form von einer Downloadmöglichkeit von PDFs. In Zukunft wird es sein, vollständige Prozesse wie beispielsweise der E-Umzug oder das E-Baugesuch komplett am PC zu Hause umzusetzen, ohne aufs Amt gehen zu müssen. Beispielsweise Zürich und St. Gallen sind hier, könnte man sagen, Vorreiter oder relativ weit. Wenn man die einzelnen E-Services anschaut, was die Portallösungen angeht, sind wir hier im Kanton Zürich auf einem sehr guten Weg. Der Kanton Zürich investiert viele Millionen Schweizer Franken in sein Portal und in die Arbeit, beispielsweise auch mit der ZHAW, um das voranzutreiben. Die Quintessenz von unserer Studie ist, dass die Akzeptanz von E-Services auf die Merkmale heruntergebrochen werden kann. Die Merkmale Datenschutz und Datensicherheit und der Preis sind die Merkmale, die ausschlaggebend sind für die Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer. Beispielsweise Finanzdaten oder Gesundheitsdaten erfordern einen höheren Datenschutz von den Kundinnen und Kunden. Beispielsweise einfache Stammdaten oder auch Benutzerbegriffe, Benutzerkennwörter, die werden je nach Umfang auch mit einem mittleren Datenschutz akzeptiert. Die Verwaltung sieht E-Services bisher als ergänzende und unterstützenden Support für solche komplexeren Fälle, einfache Anfragen beispielsweise, wann ist das Rathaus geöffnet oder das Stadthaus geöffnet, das wird beispielsweise über Chatbots angeboten. Das heißt, im Moment werden sehr einfache Prozesse oder Anfragen automatisiert. Die Auswirkungen auf Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung sind bis jetzt nicht absehbar.